Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Schön, dass du auch heute wieder mit am Start bist. Ich freue mich sehr. Und ich stehe hier noch in dem Bahnhof. Ich bin bei dem Rätsel von den Gleisen, also im zweiten Fall, stehe hier am Bahnhof und wollte mit Mr. Robinson sprechen. Und ich glaube, das mache ich auch. Und ja, ich rede jetzt einfach mal mit ihm. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Der ist ja unhöflich. Das gibt's ja gar nicht. Gut, dann gucke ich mir den mal ein bisschen genauer an jetzt. Und ich werde so vorsichtig spielen, wie ich nur spielen kann. Ich habe die Augen. Australischer Hut. Ich der liebe Hans Wurst hat mir gesagt, ich habe da im ersten Fall zwei Leute vollkommen zu Unrecht in den Knast geschickt. Das tut mir natürlich sehr leid. Das liegt aber daran, dass es normalerweise bei solchen Spielen ja gar nicht geht, zu einem falschen Ergebnis zu kommen. Und das ist mir nicht bewusst gewesen, dass das hier funktioniert. Dass das der Harpunentyp eher gewesen ist, das war eigentlich ja klar. Und ja, das habe ich irgendwie versemmelt dann, ne? Ich hoffe, ich werde dieses Mal dann zu dem richtigen Ergebnis kommen. So, was habe ich denn übersehen? Mal gucken. Ich hätte ja die Schuhe in Verdacht gehabt hier. Ah ja. Siehste, das ist so Schlangenleder oder so. So, Mr. Robinson. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes. I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Gut, dann frage ich mal erstmal nach dem Sonderwagen, denn wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, dann weißt du das vielleicht gar nicht. Der Mr. Robinson, der hatte einen Sonderwagen sich gemietet und dann sind die Leute irgendwie aus dem Zug alle rausgeschmissen worden und von dem einen Bahnhof zum nächsten ist der Zug verschwunden und diesen Fall gilt es aufzuklären. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes, it was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were traveling on the train last night. Ich frag mal, was der Wert ist, dieser Prototyp. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in. And yet, I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Na, das ist ja auch, das wird ja nicht verschwunden sein. Irgendjemand wird den ja wahrscheinlich entführt haben, ne? Also. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype. And they seemed wealthy enough to do business with. Waren Sie an Bord? Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed. So I chose to wait a while.
But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector forced all the passengers from the train, except for the directors of the Barcazas Chilean Company. Ich wollte doch mal gucken. Du hattest mir geschrieben, ich kann mit er in die Ego-Perspektive. Ja, das finde ich auch toll. So, um sich in engen Räumen umzugucken, wesentlich besser. So, ich gucke jetzt mal in die, was habe ich denn hier jetzt? Erfragen. Der Bahnhofsvorsteher von Evesham, erhielt eine Nachricht, dass sich der Zug aufgrund von Problemen mit den Fahrgästen am Bahnhof von Bridlington verspäten würde. Ja, dann rede ich mal mit dem noch. Was habe ich hier noch? Finden Sie heraus, was der Sonder... Das habe ich doch eigentlich, oder? Ach so, und hier ist noch das, der Charakter. Genau, Thomas Robinson. Dieser Mann ist auf jeden Fall reich und genießt einen hohen Status in der Gesellschaft. Das sieht man eindeutig an seinen teuren Kleidern und seinem goldenen Ring. Sein australischer Hut und seine Krokodilslederstiefel verraten, dass er aus dem Ausland nach England gekommen ist. Das hört man übrigens auch am Dialekt. Höchstwahrscheinlich ist er auf der Geschäftsreise. Also das hört man ja ganz extrem, ne? Dass der da... Gut, mit dem brauche ich dann nicht reden. Dann gucke ich mal, ob ich hier mit dem Bahnhofsvorsteher sprechen kann. Hallo, dürfte ich mal mit Ihnen sprechen? Haben Sie einen Augenblick? Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Ich schau erst mal, was das für ein junger Mann ist, bevor ich mich mit ihm unterhalte. Ja, jung, sagte ich ja auch, ne? Der ist ja noch nicht so alt. Saubere Kleidung, richtig so. Vorschriften. Oh, was ist hier denn? Tintenflecken. Gut. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, yes, thank you. I understand. Ist denn irgendwas Ungewöhnliches gestern gewesen? Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. unerfahrener Forscher. Ja, guck mal, das sage ich ihm jetzt erstmal, weil er ja noch so jung ist. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on,
I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Na, dann erzähl mal über das seltsame Telegramm. Was stand denn da drin? What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Ja, das wäre mir sehr recht. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Telegramm aus Chesterfield. Baggenhof, Chesterfield zu... Ja, das stimmt. Abfahrt um... Also da ist ganz, ganz viele Fehler drin. Das sehe ich auch. Nach Chesterfield gehe ich gleich als nächstes. Da gehe ich... Das mache ich gleich. Ich, Tee jetzt erstmal hier. Da ist ein Spalt im Boden. Guck mal, okay. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Aha, Versicherung, abgeschlossen von Thomas L. Robinson für seinen Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Diese Versicherung deckt den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototyp bis zu einer Höhe von 50% des Gegenstandswerts. Maximale Deckungssumme 15.000 Pfund. Versicherungsdauer ein Jahr, verlängerbar. Der Bahnhofsvorsteher von Bridlington ist relativ jung. Er versucht, seine Uniform sauber zu halten und seine Arbeit perfekt zu erledigen. Frische Tintenspuren an den Fingern seiner rechten Hand und der Vorschriftenkatalog, den er bei sich hat, deuten darauf hin, dass er sehr eifrig ist und alles richtig machen will. Es hat den Anschein, dass er gerade erst die Ausbildung abgeschlossen hat und dies seine erste Arbeitsstelle ist. Erfragen. Ach so, ja, das, da frage ich gleich bei Mr. Robinson, ne? Das habe ich doch jetzt schon geguckt, oder? Das hatte ich doch jetzt gerade auf. Hä, habe ich irgend... Das ist doch das. Ja, das ist das. Naja, das wird schon verschwinden dann, oder? Ich gucke jetzt mal hier noch. Nee, da kann ich nichts. Da kann ich auch nichts. So, mal gucken. Ich kann mit Watson ja reden. Was sagt Watson? Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Tja, das werden wir herausfinden, wie das möglich ist. Ich gehe jetzt hier mal raus. Hallo, Mr. Robinson. Was ist denn mit der Versicherung? Warum liegt der Versicherungsschein überhaupt da drin? Das ist ja auch merkwürdig, ne? According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. Miss Robinson is quite a character. We should learn more about him. Ja, jetzt kann ich nämlich bestimmt, ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich doch bestimmt die Tasche noch angucken. Warte mal. Wo ist denn der Storage? Kann ich hier mit dem nochmal reden? Don't touch anything, please. Nein, natürlich nicht, wie du das möchtest. Ist da was im Mülleimer? Nee. Guck mal, die Mülleimer sind hier überall voll, ne? Ist mir im letzten Part schon aufgefallen, dass der Mülleimer so voll ist. Da ist doch bestimmt hier. Ach nee, das ist hier Postgedöns hier. Ah, da, ja. Reisetasche untersuchen. This grip sack belongs to Mr. Robinson. Ja. I think we should open it, Holmes.
This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Of course. Dann schaue ich mal. Ach so, jetzt. Ah, das ist wieder sowas. Ich, genau, so wechselt man das und dann so kann ich das und so drehe ich alle, ne? Guck mal, dann versuche ich erstmal das große wechseln. Drehen. Na. Ah, da muss ich bestimmt das, warte. Wechseln, wechseln, wechseln. Da muss ich das mal drehen, vermutlich. Das ist dann nicht richtig. Weil da, ich habe nur eins, wo da... Also das kann es nicht sein. Aha. So, warte mal. Ich wechsle nochmal hier rein. Ah, das sieht gut aus, ne? So. Das muss vielleicht noch ein Stück so. Oh Gott, na. Nee, das passt nicht ganz. Guck mal. Ganz passt es nicht. Aber sonst ist da nichts wahrscheinlich, oder? Aber warte mal, vielleicht kann ich noch... Vielleicht ist hier was. Innen. Nee. Nee, 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 nee. Dann muss es das sein. Dann... Also ich vermute, es wird das sein. Was anderes ist da wahrscheinlich nicht, ne? So, guck mal. Das sieht doch gar nicht so übel aus. Ich müsste nur mal... Das passt nicht ganz. Guck mal, das ist ein bisschen... Siehst du das? Ein bisschen verschoben. Ha, ist da denn ein... Ja, da ist doch ein glatter Strich. Dann... Oh, ah, perfekt. Schön. Geschäftsunterlagen. Wie unhöflich eigentlich, oder? Aber ich mache das trotzdem. Look, Watson. A bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Ja, das mache ich doch gerne. Vertrag. Dies ist ein Exklusivvertrag über den Verkauf des Prototyps, der auf autonome Weise Strom erzeugt. Der Käufer, Emerson Electric. An exclusive sales contract. Ja, obwohl das ja komisch ist, naja, gut. Erklärt sich damit einverstanden, dass er das Gerät ohne Mangelgewähr und einvernehmlich erwirbt. Mr. Thomas L. Robinson. Mr. Robinson is the seller. Ist nicht haftbar für Probleme mit dem Prototyp, die nach der Vertragsunterzeichnung auftreten, egal ob sie zuvor dem Käufer oder dem Verkäufer bekannt waren. Der Käufer verpflichtet sich unmittelbar nach der Unterzeichnung eine Vorauszahlung in Höhe von 10% des Kaufpreises zu leisten. Der Rest ist innerhalb eines Monats zu bezahlen. Dies ist ein, noch ein Exklusiv. Also das ist ja schon, der ist ja frech, war der Mr. Robinson. Über den Verkauf des Prototyps, der auf autonome Weise Strom erfolgt, der Käufer Hongkong General Electric erklärt sich damit einverstanden. Mr. Robinson is the seller. Ja. Der Käufer verpflichtet sich unmittelbar. So kann man das Ding auch öfter verkaufen, ne? Also muss man ja schon mal sagen. Noch einer. Yet another exclusive sales contract. Ja, und da ist auch nochmal Mr. Robinson. Is the seller. Und noch einer. Yet another exclusive sales ja, ist ja Mr. cool, Robinson ne? Is the seller. So, jetzt haben wir well, vier Exklusivverträge, ja. Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Ja, das ist aber nicht besonders höflich, ne? Muss ich ja sagen. Poststücke, Poststücke. Railway und so. Postbags. Ach so, da kann ich aber nichts weiter drin rumschnüffeln. Ich kann gleich mal meine Synapsen mir genauer angucken. Hey Watson, wie bist du jetzt da rausgekommen? Du machst mir Angst. So, meine Synapsen. Komm her. Also, jetzt muss ich doch mal gucken. Der Prototyp ist versichert. Der Prototyp hat auch viele Käufer. Ach, das gehört nicht zusammen. Robinsons Motiv. Aufgrund der Versicherung und von mehreren betrügerischen Exklusivverträgen wird der Verlust des Prototyps Mr. Robinson eine hohe Geldsumme bringen. Ja, natürlich. Das ist wahr. Kann ich hier noch mehr
Synapsen? Hier, ich will noch was Synapsen. So. Alle Fahrgäste mussten den Zug verlassen, außer die chilenischen Firmenbesitzer. Sie waren die einzigen an Bord. Und hier, nee. Nee. Kann ich da noch nichts verbinden wahrscheinlich, ne? Ach doch, guck mal. Unfall. Die Chilenen blieben rein zufällig an Bord des Zuges. Der Kontrolleur könnte sie übersehen haben. Oder die Besitzer der chilenischen Firma haben vorsätzlich an Bord des wurden vorsätzlich gelassen. Der Kontrolleur ließ alle Fahrgäste bis auf die Chilenen. Das weiß ich noch nicht. Also das lasse ich noch offen. Das habe ich ja noch nicht herausgefunden. Gut. Oh, was ist hier noch? Synapst? Ach so. Ach so, entweder Robinsons Motiv oder Robinson ist ein Opfer. Der Verlust des Prototyps ist eine Katastrophe für Mr. Robinson. Auch wenn er den Betrug geplant hat, hat er viel mehr verloren, als er entschädigt werden könnte. Die Versicherung deckt nicht den Gesamtwert der Maschine. Das ist wohl wahr, ne? Also, es wird irgendwie nur die Hälfte. Aber dadurch, dass er ja so viele Vorauszahlungen von je 10% gekriegt hat, macht das, glaube ich, nichts. Also, ich glaube nicht, dass ihm das besonders wehtut, muss ich sagen. Ach, das passt nicht zusammen. Gut. Ja, dann gehe ich hier mal wieder raus, bevor ich hier rum weiter synapse. Und dann könnte ich eigentlich, kann mal gucken, ich möchte mich gucken, ob ich nochmal den Robinson ansprechen kann vielleicht, aber... I will not move from here until I receive my refund. Ja, mit dem kann ich auch nicht mehr. It's a scandal, an absolute outrage. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich mit dem nochmal reden kann, aber ich glaube das nicht. Und dann kann ich ja weitergehen auch. Don't touch anything, please. Mach ich nicht. Alles klar. Ich kann mich draußen jetzt vielleicht nochmal umschauen, ob ich da noch irgendwas sehe. Train Service, Warehouse. Ja, aber da ist ja auch nichts weiter, ne? Was soll hier drin sein in dem Lager? Außer ein Ofen, der an ist. Hier ist es also muggelig warm. Naja, und dann gucke ich da hinten mal noch. Aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwas Spektakuläres jetzt finden werde. Aber man weiß es ja immer nicht. Oh, ach so, nee, hier komme ich dann eh raus. Ja gut, dann gehe ich doch nach Chesterfield. Da muss ich eh hin und dann schaue ich mich da jetzt erstmal als nächstes um. Die Herleitung brauche ich, glaube ich, nicht öffnen. Ich kann mal nochmal in mein Notizbuch hineinstöbern. Ja, ich sollte ja hier mit dem reden, ne? In Chesterfield. Da gehe ich jetzt dann als nächstes hin. Das passt schon. Da sind wir schon da. Sehr gut. Ich mag ja Züge. Ich finde Zugfahren eigentlich ganz, ganz schön. Wenn die Züge pünktlich sind und alles funktioniert. Manchmal klappt das ja nicht so ganz, ne? Und ich muss immer, wenn ich mit dem Zug fahre, ich weiß nicht, The Big Bang Theory kennst du wahrscheinlich, ne? Und kennst du da die Folge, wo Sheldon im Zug sitzt und dann hat er seinen USB-Stick vergessen? Und dann hört er immer, statt dieses tschuk, 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 ne? Was so ein Zug halt macht, hört er halt immer, ich habe meinen Stick vergessen, ich habe meinen Stick vergessen, ich habe meinen Stick vergessen. Das war sehr gemein. Und dann hat er bei Penny angerufen und das war eine Katastrophe. Solltest du die Folge nicht kennen, schau sie dir ruhig an. Ist wirklich sehr witzig. A fishing advertisement. Ich mag ja Big Bang Theory, ne? Ich mag das Nerdige hier. Hallo. Guten Tag. Hallo. Sie sehen aber nicht ganz gesund aus. How could you fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18:72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train. And we should like to ask you a few questions.
Ja, genau. Ich guck mir den erstmal genauer an. Das erklärt, warum das Telegramm so Kuddelmuddel war, oder? Eine Säufernase. Der hat aber, das ist auch sauber. Was hat der denn da? Ach, der ist bestimmt, der angelt bestimmt. Der ist, hat bestimmt bei dem Angelwettbewerb mitgemacht oder will er mitmachen. Ach, ein Flachmann, ja. Mhm, ein Ehering, also verheiratet ist er. Also ein trinkender Angler, der verheiratet ist. Was sagt denn deine Frau dazu, Mensch, du? Sage dir. Na? Was habe ich denn übersehen? Muss ja hier irgendwas, muss ja hier irgendwo sein, oder? Ha. Ich sehe jetzt hier so nichts. Ach da. Saubere Kleidung, ja. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No. Nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Jedes Mal? Und warum hast du denn da so ein merkwürdiges Telegramm geschrieben? Ich meine mal ohne Scheiß, ne? Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train. But it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Alkoholiker, Zugzusammenstellung, Versicherungsschein, Streckenkarte, Zugfahrverspätung. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Ha! Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Ja, obwohl, weißt du, das ist halt... Dann kann man vielleicht der Aussage nicht trauen, aber was mit... Das werden die ausgenutzt haben wahrscheinlich, ne? Also, den Bahnhof untersuchen, das mache ich auch. Also, das werden diejenigen, die den Zug haben verschwinden lassen, wahrscheinlich ja ausgenutzt haben, denke ich. So, ah, hier ist ein Morse-Code-Alphabet. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Naja, aber immerhin. Liegt hier eins rum. Vielleicht hat er das selber auch gar nicht geschrieben und dass da die... Weil wenn du betrunken bist, schreibst du ja nicht falsch. Vielleicht hat das jemand anders gemacht, der das Morse-Alphabet nicht konnte oder so. Ein Abfalleimer. This bin is full of empty bottles. Ja, na bravo. Ist doch auch was. Ach, ich wollte eigentlich vorne zum Zug. Warum gehe ich denn... Ey, ich bin echt so ein Hohlkopf. Mann, ey. So, hier wollte ich gucken. Hallo? Ach, hier ist die Waiting Hall. Da könnte ich ja mal reinschauen. Auch die ist aber schön, die Wartehalle hier. Guck mal, da liegt die... ich wollte gerade sagen, die New York Times, aber es ist ja wohl eher dann die London Times. Worth Valley. Ist aber hübsch hier, also muss man schon sagen. So schön sehen die Wartehallen heutzutage nicht mehr aus. Vor allen Dingen werden die abgeschlossen nachts, weißt du, das ist sowieso der größte Knaller, ey. Gut. Ein Fahrrad. Also jedenfalls bei uns hier in dem Bahnhof, wo wir dann immer losfahren, da wird dann die Halle, ich glaube um 11 oder so, schließen die dicht. Aber da fahren noch Züge bis 12:30, ne? Also wenn du im Winter Zug fahren willst, hast du ein echtes Problem. Muss halt draußen rumstehen. Der Bahnhofsvorsteher von Chesterfield ist Alkoholiker. Gestern war er stark betrunken. So. Untersuchen Sie sorgfältig den Bahnhof. Das mache ich. Jetzt gucke ich hier nochmal. Locked.
There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Na gut, dann knack ich das mal. Das ist übrigens schöner als das Schlösserknacken beim Testament des Sherlock Holmes, finde ich. Da gab es das ja auch schon. Da war das mit diesem Dietrich, den man da so durchführen musste. Das ging schon auch, ne? Aber ich finde das jetzt tatsächlich ein bisschen, ist netter gemacht, ne? Ist schon hübscher, finde ich. Ach so, hast du, wenn du das Testament des Sherlock Holmes bei mir noch nicht gesehen hast oder das Spiel nicht kennst, ich blende dir das jetzt hier einfach mal ein, irgendwo in der Ecke, und verlinke dir da die Playlist. Dann kannst du da gegebenenfalls noch gucken, falls dich Sherlock Holmes interessiert. Ist zwar schon älter, das Spiel, aber trotzdem gut, also es lohnt sich, da reinzuschauen. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Ja, was haben die denn damit gemacht? Aber das weiß man nicht, ne? Das wird sich herausfinden. Ich kann hier noch T drücken. Spuren. Bags were recently dragged here. Ja, dann kann man die Säcke dann, ich wollte gerade sagen, die kann man doch mal, ach so, French Flaschen. Wine, a remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station Aha. master's wage. They were likely taken from the parcels. Oder die wurden... Oder die wurden ihm gegeben, weil man weiß, dass er Alkoholiker ist und man weiß, dass er sich dann betrinkt, damit man hier in Ruhe rumwerkeln kann. Kann ja auch sein, ne? Also ist ja auch möglich. Also ich erfrage jetzt das mal hier mit den Werkzeugen. Warte mal. Ach so, das war hier. Ist die Tür? Hallo, ich bin noch mal da. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Was für Arbeiter denn hier? Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. Ja, die haben dir wahrscheinlich was mitgebracht. They invited me to share a drink. Ich wollte gerade sagen, das dachte ich mir schon. Whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Ja, ja. Aha, aha, aha. Na gut. Noch was sagt er mir nicht, ne? Nee, dann. Ah, will I ever get any peace? Das ist ja trotzdem... A telegraph. Ist ja trotzdem merkwürdig. Also, was habe ich denn jetzt hier? Beim Bahnhof von Chesterfield haben wir eine Reihe von kürzlich benutzten Werkzeugen gefunden. Allerdings gibt es keinerlei Anzeichen von Aktivität am Bahnhof. Ach, da. Der Bahnhofsvorsteher von Chesterfield ist Alkoholiker. Die Farbe seiner Gesichtshaut, vor allem seiner Nase, beweisen das ohne Zweifel. Trotzdem sieht es so aus, als ob sich seine Frau gut um ihn kümmert. Er ist faul, abgelenkt und ganz offensichtlich nicht in der Lage, seine Arbeit korrekt zu erledigen. Jetzt gucke ich da nochmal rein. Ne? Ja, bin ich wieder falsch? Läuft bei mir. Ja, dann jogge ich jetzt mal rum hier. Ba-ba-ba-dam. Was ist hier denn? Achso, guck mal. Rumpf einer Dresine. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Na? Watson, please tell me. Do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Well, yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself.
But... Oh, Holmes, I'm a little confused. Ja, jetzt pass mal auf gleich. Warte, jetzt, warte. Jetzt gucke ich hier erstmal noch. Nee, hier ist nichts weiter. Weil das wird schon so sein. Also, da, ein Zug verschwindet nicht. Also, Punkt. Es verschwindet einfach nicht. Aber der, ist der dann gar nicht hier erst angekommen? Man weiß es nicht. Ich synapse mal. So, keine Spur vom Zug. Pass mal auf. So und so. Das passt nämlich ganz gut, glaube ich, zusammen. Die demontierte Dresine scheint mit unserem Rätsel zusammenzuhängen. Bauen wir die Dresine wieder zusammen, um zu sehen, ob man sie für einen Zug halten könnte. Das Zugexperiment. So. So. Dann habe ich hier das Telegramm. Passierte Chester. Der Zug hat den Bahnhof von Chesterfield passiert. Auch wenn der Bericht des Bahnhofvorstehers unleserlich ist und Fragen aufwirft. Oder er kam nie in Chesterfield an. Der Zug kam nie in Chesterfield an. Der Bahnhofsvorsteher war betrunken und seine Aussage ist zweifelhaft. Er könnte den Bericht gesendet haben, ohne dass er den Zug sah. Könnte schon, ja. Ist durchaus möglich, man weiß es nicht. Das heißt, die Chilenen werden... Dann wäre das so, ne? Wahrscheinlich. Und das weiß ich noch nicht so genau. Das, keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Also, das muss man mal gucken. Das, muss ich mir mal noch zurechttüdeln. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher mit meinen 4 Synapsen oder 5, die ich da jetzt habe. Wir müssen so ein Experiment machen, Watson. Wie mache ich das denn hier? Kann ich das hier nehmen? Zuckertrappen. Experiment. Cool. Ja, das will ich machen, bitte. Ein Rastpunkt für kleines Zahnrad. Kleines Zahnrad. Kann ich das da... I should use the appropriate object here. Ja, ich wollte das ja auch hier. Guck mal, da. So, Holzrumpf. Handhebel? Na, der wird da oben hinkommen, ja. Guck mal. Einmal. Holzrumpf. Achso, ich kann das auch noch drehen. Guck mal an, ist ja cool. Ach, da fehlt auch noch ein Rad. Guck mal. Ach, da vorne auch. Da fehlt auch ein Rad, da. I should use the appropriate object. Ja, ich wollte das hier... Guck mal, Holmes... Nicht Holzrumpf, sondern hier bei der Radachse. Da. Bremse. Wo fehlt denn hier die Bremse? Zeig mal her. Bremsgelenk. Bremse. Gut. Ja, aber jetzt fehlt mir... Ach, da, ein Holzbrett. Das... Ach, warte, lass mich das erstmal so und dann... da. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Gut. Oh, was ist F? Was bedeutet F? Was ist denn F? Ach so. Ach, guck mal. Ach, das ist hier sein... Ja, ich verstehe. Gegenstand benötigt. Ach, das ist ja cool. Ja, dann gucke ich mal, ob ich so eine Lampe noch finde. Warte, ich schaue hier mal rein. Guck mal, das ist doch sowas hier. Scheinwerfer mit Dynamo. Und eine Dampfpfeife, siehst du. Dann gucke ich mal, ob ich das daran tüdeln kann. Na? F? So, kann ich das hier? I need something long for the headlight to be attached. Ach so, ich brauche da noch etwas. Ah, ich verstehe.
Gut. Hallo? Warum kann ich hier nicht... Ach so, Escape. Gut, da brauche ich noch etwas, um das da anzubringen. Ja, Watson, du stehst aber auch immer... Du gehst nie zur Seite. Das ist echt unhöflich mit dir. Guck mal, fliegt hier noch irgendwas rum. Ein langer Stab hier. So, jetzt sollte das doch aber funktionieren. Guck mal. Langen Stab platzieren. Is now attached. It will allow us to connect the headlight. Und daran mache ich den Scheinwerfer. The headlight is attached. Und dann the steam whistle ja. is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. Aha. Gut, dann gucke ich doch mal. Ein Feuerlöscher wird es ja wohl im Warteraum oder so geben, denke ich. Also wenn nicht da, wo dann? Ich schau mal. In der Waiting Hall. Ich weiß nicht genau, ob ich da einen gesehen habe, aber da würde ich auf alle Fälle einen vermuten. So. Oh, Watson, geh doch mal. So, ist hier irgendwo ein Feuerlöscher. Ach, da. Ist da nicht einer? Nee. Das ist doch ein Feuerlöscher, oder nicht? Nee? Vielleicht kann ich den nicht nehmen. Hallo, such nur hier einen Feuerlöscher. Kümmern Sie sich nicht weiter um mich. Ich bin gar nicht da. Ich bin unsichtbar, wenn Watson mich durchlässt. Watson, gehen Sie aus dem Weg. Toll, jetzt bin ich hier eingesperrt. Hey, der Watson. Echt mal wahr. War echt, da war nix, ne? Gibt's doch gar nicht. Ist hier nirgendwo ein Feuerlöscher? Was ist denn das hier für ein Bahnhof? Nee. Da ist auch keiner. Dann kann ich höchstens nochmal in dem komischen, wo das Werkzeug hier rumgeflogen ist, gucken. Nee, da ist nichts. Hier hinten vielleicht. Nee. Ha, ich bräuchte mal einen Feuerlöscher. Da gibt's denn sowas? Guck ich mal erstmal. Die demontierte Dresine scheint mit unserem Rätsel zu bauen, wir die sie zusammen. Haben wir eine Reihe, allerdings gibt es keinerlei Anzeichen von Aktivität. Ja, das habe ich ja. Ich bräuchte halt einfach mal bitte... Ein Feuerlöscher. Gibt es denn sowas? Da muss doch irgendwo... Der ist bestimmt dann auch hier drin. Mehr. Muss doch irgendwo ein Feuerlöscher sein. Feuerlöscher. Ja, siehste. Hätte ich gar nicht durch die Weltgeschichte laufen müssen. Macht ja nichts, ne? So. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. The steam whistle is ready to be used. Ja, dann mach doch die auch mal an. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So, such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ja, wahrscheinlich. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. Huh. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Ja, so ist das manchmal. Ah, schön. Schön, schön. Was habe ich denn hier noch für Synapsen jetzt hier? Der Zug kam nie in Evesham an. Er verschwand bereits vorher.
In Evesham selbst hat jemand eine Zuckertrappe eingesetzt, die aus einer Draisine und Zugersatzteilen vom Bahnhof in Chesterfield bestand. Ja, das finde ich auch. Ich kann das gar nicht mehr ganz abwählen, oder? Also so, dass das... Nee, schade, das geht irgendwie nicht. Weißt du, dass das wieder so leer ist? Das geht leider nicht. Gut, mein cooler Koffer hat der Kutscher. Der Kutscher kennt den Weg. Gut, dann. So. Ja, mein Kind. So, ach so, kennst du vielleicht gar nicht, ne? Otto. Hat da mal einen Sketch gehabt. Der Kutscher kennt den Weg. Hallo. Archiv. Eine gewöhnliche Streckenkarte. Ja. Aber wo... Hä? Achso, ist das hier hinten bestimmt, ne? Da. Nach alter Karte suchen. Da, was ich alles mitnehme. We must combine them properly. Ja, dann combine ich mal. Ach so, ach, das ist ja cool, ne? Das gefällt mir ja wieder hier. Sowas finde ich toll. Das sieht richtig aus. Guck mal. Ah! Na. Ach Mann, ey. Hier, da. Das gehört doch dahin. Warum ist denn das hier? Das, oh, siehst du das? Das rutscht so. Das ist doch. Here it so. Is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Ja, das ist doch schön. Dann kann man sich das doch mal angucken. Oder was sagst du dazu, Watson? Untersuchen Sie das Nebengleis, untersuchen Sie... Ja, das mache ich jetzt auch. Das ist ein sehr, sehr guter Plan. Ich fange mal hier an. Und dann arbeite ich mich so von links nach rechts sozusagen. Na? Ich guck mal, ob da jetzt irgendwas, das ist, was ich untersuchen soll. Das ist die Karte. Ja, einwandfrei, ne? Würde ich sagen. Dann mal raus hier und dann gucke ich mir das doch mal an. So. Chesterfield, okay. The switch is rusted, but it still works. Gut. Das ist ja erstmal Grundvoraussetzung, dass das überhaupt hier ankommen konnte, ne? Oh, nee, hier weg will ich eigentlich nicht. Zur Mine. Mines. This is interesting. Dann gucke ich da doch mal. Oh, das ist interesting. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Wäre möglich, ja. Ach, guck mal, da kann ich ja... Das ist ja cool. Gut, dann mache ich das doch so. Dann gucke ich mir die Minen jetzt erstmal an. Mensch. Ich bin ja mal gespannt. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. Ja, was ja perfekt ist, ne? Dann kann man hier ja auch was verstecken, wenn die noch bearbeitet werden würden, dann würde das ja auffallen, wenn hier irgendein Zug steht. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Warum ist das denn schon wieder? Hier ist eine leere Stelle. Spuren auf dem Boden. Fehlende Schienen. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Warum macht man sowas? Das macht ja nun keinen Sinn. Ich gucke hier trotzdem mal weiter. Eingestürzte Mine. Ein Steinhaufen. Ein Päckchen. Was ist denn das für ein Päckchen?
Ein seltsames Päckchen. Hmm. This is an unusual kind of paper. Stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Ja, ich wollte gerade sagen, da muss man doch mal reingucken hier. Ich wollte das eigentlich drehen noch, aber... Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Das ist bestimmt ihr Sprengstoff. Oh, ich darf das machen. Cool. So. Na, das war ja mal nix. Dynamite. Dynamite. Schienen zu... Die Mine wurde gesprengt. Schienen fehlen. Naja. Die Mine ist eingestürzt und hat den Zug hinter sich begraben. Dazu wurde viel Dynamit benutzt, nachdem der Zug in die Mine gefahren worden war. Die Mine wurde mit Dynamit gesprengt. Jemand wollte sie vorsätzlich zum Ein... Na, ja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Ist nicht so leicht. Keine Ahnung, das müsste man noch weiter herausfinden erstmal. Es wird doch irgendjemand mal geben, der vielleicht was zu der Mine dann auch zu erzählen hat, weißt? Also, vielleicht irgendjemand da im Dorf oder... Keine Ahnung. Also das würde ich ja erstmal machen, bevor ich hier irgendwelche Mutmaßungen anstelle. Weißt du, ich habe im ersten Fall schon die Leute in den Knast gebracht, wo die nicht hingehörten. Oh je. Mal gucken, was ist hier denn? Hallo, schönen guten Tag, ich bin Holmes. Hm. Hier ist nichts weiter. Ich gehe hier rein. Hallo, guten Tag, ich bin Holmes. Was ist hier los? Ein Metallkasten. This box must be the safe. Let's open it. Ja, lass uns mal reingucken. Vielleicht ist ja was total Spektakuläres drin. Man weiß es ja nicht, oder? Also. So, ich fange mal hier an und dann mal hier. Nein, ich will das. Das und drehen. So, vielleicht. Na, wenn dann so, ja. Gut, 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 gut. Da, jawohl. So, naja, was ist denn hier mit dem noch? Ah, ist ja verrückt, ne? Aber guck mal. Das muss das ja sein. Warte mal, da muss hier doch auch noch irgendwie... Ach ja, schau mal. So. Perfekt. Aufgekriegt. The Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Vielleicht. Der arbeitet ja beim Geheimdienst, der wird ja Sachen wissen. Neue Sicherheitshinweise an das gesamte WEA Coal Sicherheitspersonal. Hiermit informieren wir Sie darüber, dass die Barcazas Gruppe ab sofort freien Zugang zu allen Anlagen hat. In Zukunft werden die Minen dieser Firma gehören. Ebenfalls ab sofort darf kein Vertreter des Caracal Konsortiums mehr die Anlagen betreten. Der vorläufige Kaufvertrag wurde annulliert. Setzen Sie diese neuen Vorschriften um, geben Sie aber die Informationen nicht weiter, da sie vertraulich sind. Aha. Mehr darüber herausfinden, ja, das werde ich versuchen. Und was sagst du, Watson? What should we do next, Holmes? Ja, ich würde sagen, wir gucken uns die anderen Gleise natürlich auch noch an, aber ich bin hier noch nicht ganz fertig mit Umschauen. Also. Cool gemacht, gell, mit dem Geräusch. Ich hoffe, das ist laut genug, dass man das hört im Video. Notfalls muss ich es ein bisschen lauter machen an der Stelle. Ich guck mal hier, aber ich glaube, da geht's. Kommen wir gar nicht irgendwie.
Nee, das sind so Minenwagen. Alles klar, jetzt gucke ich da unten nochmal. Aber ich glaube auch nicht, dass ich mich hier... Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass es hier irgendwo weitergeht. Dann... Ja, kann ich das hier nicht anschauen vielleicht? Also... Ich soll doch hier die Sachen auch noch angucken, oder nicht? Untersuche das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von Chestersfield und Evesham. Evesham. Das hier, ne? Ich fahre hier mal hin. Und dann gucke ich mal. Meine Herleitung brauche ich ja jetzt nicht aufmachen. Ich habe keine neuen Synapsen. Sehr schön. Aber die Ladezeit geht auch sehr schnell, ne? Also es braucht nicht irgendwie lang, das passt schon. So, ich gehe jetzt hier mal rein. Lass mich mal hier durch. Aha. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Nein, der sah sehr... als kann Chilena gewesen sein, ne? Hmm. This scent is familiar to me. But in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Ach, das ist ein mexikanischer Hut, das sehe ich schon. Da, guck mal. Sombrero. So, guck mal. Und so. Na, ist doch fast perfekt jetzt hier. Oder nicht? Ach komm schon, das ist doch... Man erkennt's doch. Oder muss ich es andersrum machen? Nee. Nee, das ist schon richtig so. Ja. Wahrscheinlich nur nicht genau genug. Ah. Na... A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Aha. Aha, aha. Na, das ist ein verbranntes Stück Papier. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Übrigens, ganz großartig finde ich das immer, wenn bei so Spielen bedacht wird, diese Übersetzung auch hier hinzubringen. Und hier steht zum Beispiel, das ist ja auch auf Deutsch, ne? Finde ich ganz toll. Das wird nicht bei jedem Spiel gemacht. Das finde ich sehr schön. A greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ja. Ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveler or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Ja, dann den Zettel mal noch anschauen. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. Diese chilenischen Mistkerle. Aha. Das habe ich. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Gut. Hahaha. Soll ich mit dem mal reden? Ja, anscheinend. Der verdächtige Mann am Bahnhof von Doncaster raucht Ricardo-Zigarren, eine teure mexikanische Marke von exzellenter Qualität. Er hat dort mindestens die letzten paar Tage verbracht. Und deswegen mit der Zigarre
gehe ich und sage, eine Frage habe ich da noch. Oh, Sir. Just one more thing. So. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Ja, wahrscheinlich, aber ich möchte hier jetzt trotzdem erst noch mal gucken, ob ich hier den Ricardo rauchenden Typen finde. Jetzt quatsche ich hier mit dem erstmal noch. Hallo. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Dann gucke ich mir den doch mal genauer an. Melancholisch. Oh, warum ist der denn melancholisch? Bin ich auch manchmal. So. Da fehlt ein Knopf. Siehst du, das ist mir sogar aufgefallen. Ringspuren. Echt, hat er da Ringspuren an der Hand? Das sehe ich nicht. Gut. Na? Ha, was habe ich denn jetzt übersehen? Ach, hier. Keine Amtsuhr. Ach so, braucht man eine Amtsuhr? Ich frage mal zum überfluteten Gebiet erstmal. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? Well, I was working in Nottingham. But I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Dann frage ich mal zu den Fahrgästen. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Ja, das finde ich auch. Jetzt gucke ich aber erstmal hier noch weiter. Da hat doch was ist doch was runtergefallen hier. Da kann ich nicht rein. Na, wo ist der denn hier? Hier ist wieder sowas, nur so ein Lagerraum oder so, ne? Und hier drin war er ja nicht. Oder vielleicht ist er mittlerweile wieder da drin. Also, das kann ja sein. Ja, da ist er ja wieder. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile.
Aha, dann gucke ich mir den jetzt mal genauer an, ne? Würde ich sagen. Na, na. Teure Kleidung, das erkenne ich an der Fliege, siehst du. Kräftiger Körperbau. Kampfsport, echt? Die teure Zigarre, ja. Ist das ein Bodyguard oder so bestimmt, oder? Also. Und Falten. Ich dachte, sie wären Mexikaner. Chile. But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Weil... wegen der Zigarren. Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. Aha, was machen Sie denn hier überhaupt? I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them. Or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Ja, so ist das halt. Er wird ja was zu verbergen haben. Das überflutete Gebiet noch angucken? Ja, ich habe hier den jungen Mann gesehen. Der Bahnhofsvorsteher von Doncaster ist in keiner guten Stimmung. Die leere Stelle an seinem Ringfinger und die unsaubere Kleidung legen die Vermutung nahe, dass er sich vor kurzem geschieden hat. Offensichtlich fällt ihm das Leben als Single nicht leicht. Seine Amtsuhr fehlt. Vielleicht hat er sie verloren oder sie wurde gestohlen. Oder er hat sie verpfändet, wenn er das Geld benötigt haben sollte. Der recht teuren Zigarettenmarke, die er raucht, und seinen Kleidern nachzuurteilen, ist der Mexikaner ein wohlhabender Mann. Ein starker Tabakgeruch umgibt ihn und sein strenger Atem deutet darauf hin, dass er zumindest in den letzten Tagen sehr viel geraucht hat. Seine Handrücken sind etwas gerötet und voller Schwielen, was typisch ist für jemanden, der seit langem Kampfsport betreibt. Achso, ja, hier kann ich den Strand noch angucken jetzt. Nebelgleis. Verwenden Sie einen Telegrafen, um mehr über die Firma herauszufinden. Suchen Sie am Bahnhof nach welchen. Suchen Sie also. Ich gucke erstmal. Hier wird es ja irgendwo auch, vermutlich. Ach, da. Ja, ich wollte gerade sagen, hier wird es ja irgendwo auch einen Telegrafen geben. Die müssen ja immer rumtelegrafieren. Dann kann ich das doch mal machen. Ein Bürotisch. Was gibt's denn hier? Pferderennmagazine. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Aha. Betting slips for horse racing. Ja. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Das erklärt, warum der seine Uhr nicht mehr hat. Vielleicht hat er die doch verpfändet, ne? Kann ja sein. Wettschulden, ne? Das, ja, kann einfach passieren. So. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Es gibt zwei Firmen, Pacesas aus Chile und Caracal aus Mexiko. Beide Unternehmen wollten die Minen der Firma WEA Coal kaufen. Das mexikanische Caracal-Konsortium hatte bereits eine vorläufige Vereinbarung erreicht und die Verträge vorbereitet. Allerdings gelang es der chilenischen Barcazas-Gruppe, mithilfe ihrer einflussreichen Verbindung sich den Zuschlag für den Kauf der Minen zu sichern. Ja, das wusste ich ja schon, das hatte ich schon mitbekommen. Ach so, siehst du, danach soll ich jetzt fragen nach den Wettscheinen. Das kann ich natürlich machen. Jetzt ist hier noch... Oh, ganz viel. Okay, also. So, pass mal auf.
So und so. Nee, das hat nichts miteinander zu tun. Echt nicht. Dann das aber doch. Die Mine ist eingestürzt und hat den Zug unter sich begraben. Dazu wurde Dynamit benutzt, nachdem der Zug in der Mine gefahren worden war, oder? Ach so, nee, das wollte ich eigentlich nicht gucken. Das wollte ich gucken. Die Mexikaner hegen keinen Groll gegen die Chilenen. Geschäft ist schließlich Geschäft. Na, das ist ja Blödsinn. So. Oder wütende Mexikaner. Die mexikanische Firma Caracal ist nicht gut, auf die chilenische Firma zu sprechen. Die Chilenen haben den Zuschlag für die Minen erhalten, obwohl... Ja, also das finde ich ja mal sinnvoller hier, oder? Also... Mexikanische Falle. Die Mexikaner haben dafür gesorgt, dass die Chilenen an Bord des Zuges geblieben sind. Aus diesem Grund wurden alle Fahrgäste bis auf die Chilenen aufgefordert, den Zug zu verlassen. Vielleicht auch nicht. Da der ja da noch wartet, oder? Ich glaube nicht, dass das... Ich weiß es nicht. Zug versteckt. Also, wenn der Zug da versteckt ist, dann müssen es ja aber die Chilenen gewesen sein. Warum sollen die Mexikaner das da versteckt haben, oder? Das ergibt ja keinen Sinn, eigentlich. Also, mal schauen. Das ist, ja, Beweise habe ich da halt noch nicht so wirklich, ne? Ich habe es noch nicht ganz zusammengepuzzelt. Ich würde jetzt den Bahnhofsvorsteher auf jeden Fall mal fragen noch, wegen seiner Wettschulden. So, schönen guten Tag, ich bin's nochmal. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Pferderennen! Wettscheine für Pferderennen! We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Goodbye, sir. Gut, dann kann ich ja jetzt, kann ich da hier hin jetzt? Nee, ich hab gedacht, dann geht die Karte auf vielleicht, weißt? Ja, macht nichts. Sie geht ja auf, wenn ich hier jetzt die Gleise langlaufe, ne? Dass ich da zu dem Strand komme. Genau hierhin. Möchte ich. Hahaha, ha, ha. Also da muss ich echt nochmal so rumsynapsieren, weil ich könnte ja jetzt hier zum Beispiel auch so machen und dann passt das nicht mehr zusammen, ne? Also da muss ich tatsächlich mal schauen. Das ist ganz cool gemacht, finde ich, auch mit den Synapsen hier in diesem Teil, dass man da auch falsch liegen kann. Das ging ja in dem Testament von Sherlock Holmes, ging das nicht, da gab es nur eine richtige, eine einzige Antwort und ja... Da ist das natürlich schon interessanter zum Spielen auf jeden Fall, auch wenn man Fehler machen kann. Near the quarry and Doncaster Station. It doesn't look like a very good place to rest. Ja, das macht nichts. Wir gucken uns hier trotzdem mal um. Guck mal. These traces were made by a carriage. Look. Ja, hier sind auf alle Fälle. Guck mal, was ist das denn? Huh? Nothing interesting here. Was soll ich jetzt machen? Warte. Nothing interesting here. Ach, warte mal, ich muss das mal... Nein! Ich wollte... Ich hab versemmelt, was ich hier machen soll. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Ja, pass auf, das mache ich trotzdem mal hier, ja. Komm her. So, kann ich dann nochmal lesen, was ich hier machen soll? Warte mal. These traces were made by a carriage. Look. Ein Stein, den kann ich untersuchen. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. Ach so, guck mal, jetzt kann ich hier... Aha. Ach so, Spuren eines schweren Fahrzeugs abmessen? Ach, das kann ich hier abmessen. Abmessen war das. Oder untersuchen. Ich möchte es erstmal untersuchen. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep.
Ja, dann messe ich die mal ab. Nothing. Kann ich das hier nicht? Nothing in. Ach da, doch hier. Nothing interesting here. Ach, na klar, das ist doch total spannend. So. Nothing interesting here. Das muss doch nothing so. Interesting here. Ach so, ach, rede nicht so doof, Holmes. Nothing interesting here. Kann ich da nicht die Breite des Wagens irgendwie machen oder so? Nothing interesting here. Oder vielleicht so von Huf zu Huf? Nothing interesting here. Ich überspringe das mal. Ja. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Ja, das these traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. So. Das wird dann schon wieder zu gruselig, weißt? Also, ich überhaupt nicht weiß, was ich da messen soll. Egal. Die Spuren am See sind relativ frisch und stammen von einem schweren Fahrzeug mit einer Spurweite von circa 6 Fuß 7 Zoll. Also doch von links nach rechts. Habe ich nur die falsche Stelle irgendwie erwischt gehabt. Naja, gut, kann passieren, ne? Was ist hier? Ach, guck mal, wie schön die Sonne da durchfällt. Ich freue mich übrigens sehr. Ich habe jetzt ja meinen neuen Prozessor auch drin und das merkt man einfach ganz extrem. Jetzt ist nicht nur die Grafikkarte toll, sondern der Prozessor passt auch. Das macht dann einfach gleich doppelt so viel Spaß zum Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein kaputter Wohnwagen. Ja, ein Gypsy Caravan und Abfalllichtierung. This place was abandoned fairly recently. Aha, siehst du? Vielleicht. Ach ja, guck mal, da ist noch. Ach, da komme ich nicht durch. Ah ne, die Feuerstelle kann ich mir nicht separat nochmal anschauen, siehst du? Aber da hängen Klamotten noch an der Leine. Das ist ja interessant. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Ja, das ist gut möglich. Das erklärt die Überschwemmung. Oh. Abfälle am Strand. Eine Metallplakette. Las Zarpas. Das ist eine Gürtelschnalle oder so. A label with the name Las Zarpas. Aha, das könnte man ja den Mexikaner eigentlich mal fragen, ne? Also. Ach so, am Strand untersuchen ist abgeschlossen. Okay. Im Archiv, eine Plakette mit der Aufschrift. Ach so, das kann ich im Archiv danach was gucken. Das kann ich ja dann hier an meiner Kutsche machen. Da brauche ich ja gar nicht rumfahren jetzt. Das ist ja schön. Ah, nach Las Zarpas suchen. Jawohl. Las Zarpas, Startschuss für die erste elektrische Eisenbahn. My search should be focused upon the name Las Zarpas. Ja, aber das, das wäre interessant gewesen. Ja gut, ich guck mal weiter. Einwanderung steigt, Emma Case Mord, Erdbeben, Kannibalen Dudley und Stevens, Triumph in Abu Klea, Wellington Einbruch, der Mahdi Umstand. Fliegende Hummer. Bergwerkunglück von. My search should be focused. Ja. Aber ich wollte das lesen. Schade. Das ist cool. Whitechapel Morde. Das ist cool, ja. Ich verstehe. Scotland Yard öffnet die Pforten. Großer Schneesturm. Die Dalton-Bande besiegt. Oh Gott. Kunst und Architektur. Dann gucke ich da doch mal. In den Enzyklopädien. Das ist aber sehr schön gemacht, oder? Dass du da auch wirklich so einfach mal durchkommst. Was habe ich da überhaupt so für Bücher rumfliegen? Und was habe ich da so? Und was brauche ich da? Und wo könnte das sein? Und jetzt hoffe ich natürlich, da, ich wollte gerade sagen, dass das irgendwo auch in der Überschrift steht.
Las Zarpas. Die Bargen von Las Zarpas sind die erste Wahl, wenn es um Transport von schweren Gütern geht. Die Marke Las Zarpas gehört dem mexikanischen Konsortium Caracal, das in dem Bereich der Spedition, Elektrizitätsdienstleistung und Bergbau aktiv ist. Aha, na guck mal an. Here it is. Siehste. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich doch was hier synapsen bestimmt. Warte mal. Schweres Transportfahrzeug. Und das würde ja hier eigentlich zupassen, ne? Die Mexikaner haben kürzlich Bargen auf dem See eingesetzt. Vermutlich, um etwas Schweres zu transportieren. Ja, vermutlich. Man weiß es natürlich nicht so genau. Jetzt kann man natürlich mal gucken. Überfluteter Steinbruch und die Schienen fehlen nicht. Das auch nicht. Dann hebe ich das mal auf. Na, da passt aber nichts weiter zusammen jetzt momentan. Gut, da muss ich dann mal noch warten. Da kommen ja wahrscheinlich noch Informationen zusammen. Ich will das jetzt gar nicht schon wieder zu frühzeitig zusammenpuzzeln. Jetzt habe ich natürlich noch einige Sachen zu tun. Ne? Das Nebengleis muss hier noch untersucht werden, hier auch. Und da kann ich noch nach Details suchen und so. Also es ist noch einiges. Und ich glaube, ich mache jetzt hier auch noch... Ich gehe jetzt erstmal... Warte mal... Ach nein, das... Ich will ja fortfahren. Mach mal auf, die Kutsche. Da soll ich noch nach was Verdächtigem suchen. Das mache ich jetzt dann. Das ist schon cool hier mit denen. Der Zug hat den Bahnhof von Chesterfield passiert, auch wenn der Bericht... Nein. Der Zug kam da nie an. Der Bahnhof... So. Der kam ja nie an. Die Chilenen bleiben rein zufällig an Bord, ist so der Kontrolleur, könnte sie übersehen haben. Könnte natürlich sein, aber ich glaube eher dieses, ne, dass die da absichtlich drinne gewesen sind, wegen der Mexikaner. Das würde auch die Sabotage erklären. Oder, ja, warte mal, das ist die, wir haben kurz, ja, das ist, verschwand früher, der Zug kam nie in... Ja, aber ob er da jetzt noch mit drin hängt, ob er Opfer ist oder... Man weiß das noch nicht so genau. Also ich bin da noch gespannt. Das werde ich ja dann herausfinden. So, was soll ich hier jetzt noch untersuchen? Ich soll hier einfach noch genauer mich nochmal umschauen, oder? Ich bin jetzt hier in Doncaster. Suchen Sie am Bahnhof von Doncaster nach verdächtigen Details und Hinweisen. Waiting Hall. Das mache ich doch glatt. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwas Verdächtiges. Also wenn der hier tagelang rumgedümpelt ist, wundert mich das sowieso, dass der auch kein... Da hat der kein Gepäck gehabt. Wo hat denn der geschlafen, weißt? Also, das ist ja schon merkwürdig, oder nicht? Also, das ist wieder das Angelplakat, glaube ich. Ich gucke jetzt hier nochmal durch, aber ich glaube, hier war nichts weiter. Nee. Ich schaue aber weiter. Also da findet sich ja bestimmt irgendwas. Naja, von da bin ich ja jetzt gekommen, ne? Also das ist ja hier nur die andere Tür. Dann kann ich hier noch hin. Ist hier irgendwas? Nee, Zeitungen und Bücher. Ist hier irgendwelche Post? Nee, das sind nur Post. Railway Postbags. Aber da ist sonst nichts weiter. Hier ist noch eine Tasche. Ah, hier ist eine Tasche des Bahnhofsvorstehers. Ja, dann zeig mal. Ein Brief an den Anwalt. Was ist das denn? Anwaltskanzlei Corwell, Main Road, BL69HY, Bromley, London. In Antwort auf Ihren letzten Mahnbrief möchte ich Ihnen versichern, dass ich sehr bald alle ausstehenden Ratenzahlungen für meine Schulden begleichen werde. Hochachtungsvoll, Edward Duff. Ja, das ist nicht so toll. Oh, an seine Frau hat er auch geschrieben. Hoffentlich hat er da ein bisschen netter geschrieben, oder? The station master appears to have found himself in some financial trouble. Ja. 7 Alpine Street, Basford, Nottinghamshire. Meine Liebe, ich bitte dich, mir diesmal zu vertrauen. Schon bald werde ich genug Geld haben, um die Hypothek auf das Haus abbezahlen zu können. Es ist nur noch eine Sache von wenigen Tagen.
Du musst natürlich weiter ohne mich in unserem Haus leben, wie du dir das wünschst. Glaube mir aber bitte, dass ich dich immer noch liebe. Ich kann nur hoffen, dass du mir eines Tages trotz dem Unglück, das ich in den letzten Jahren über uns gebracht habe, verzeihen kannst. In Liebe, Edward. Oh. Meinst du, der hat... Warte mal. So. Hat er da Geld wohl gekriegt, meinst du? Passierte Doncaster. Der Zug hat den Bahnhof von Doncaster passiert. Der Bahnhofsvorsteher hat darüber berichtet. Oder der Zug kam nie in Doncaster an. Der Bahnhofsvorsteher hat gelogen und einen falschen Bericht gesendet. Möglicherweise wurde ihm mit Geld, dass er... Das wäre ja das... vermutlich ist das so, ne? Aber man weiß es natürlich auch nicht genau. Ich finde das alles schon freaky. Ja, ist schon sehr mysteriös. Aber ich glaube, diesem mysteriösen Fall wende ich mich dann erst wieder am nächsten Montag zu und werde hier weiter mit Watson fleißig ermitteln. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und fürs Dabeisein und dass du mich begleitet hast. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du nächstes Mal wieder mit von der Partie bist oder wir uns auch gerne unter einem anderen Projekt wiederlesen. Mach dir bis dahin eine schöne Zeit, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!